So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und der Schilling würde sagen, brechende Neuigkeiten, denn es kam gerade eine Nachricht rein, neuer Code im Datenverkehr entdeckt. Und zwar wollen wir nicht lang drum rumreden, das untere, das ist eigentlich egal, da bezieht sich das nur auf die Attacken, die jetzt reinkommen werden mit dem Pflanzen-Event, was wir gleich auch noch ansprechen werden. Aber der zweite Punkt, Wahrnehmung. Adventure Sync erkennt neue Pokémon in der Nähe, sogar wenn Pokémon Go geschlossen ist. Ist ganz interessant, wenn Adventure Sync funktionieren würde. Bei den meisten geht es ja, bei mir, ich habe da immer noch Probleme. Ich packe das in die Hosentasche, ich mache die Pokémon-App komplett aus, lasse die auch nicht laufen, habe das Abenteuer Sync aktiviert, lauf durch die Gegend, nach 10 Jahren gucke ich rein und es hat einfach nichts zugenommen. Also keine Ahnung, was ich falsch mache. Vielleicht könnt ihr mir ja mal einen Tipp geben, wie man das also richtig nutzt. Wenn ich die App offen habe und damit laufe, da zählt das wunderbar, wie in alten Zeiten. Selbst wenn ich es mit dem Go Plus verbinde und die App minimiere, zählt das wunderbar. Aber wenn ich das Go Plus nicht nutze und einfach nur das in der Hosentasche habe, da tut sich da einfach nichts. Leider. Sollte eigentlich funktionieren, also irgendwas. Ich habe auch keinen Offline-Modus drin, keinen Stromsparmodus, kein gar nichts. Alles raus, einfach ganz normal, aber es, ja, es macht einfach nichts. Es zählt nicht, keine Ahnung. Aber der interessanteste Punkt natürlich hier, der erste, Glücksfreund. Beim nächsten Tausch zwischen Glücksfreunden werden die getauschten Pokémon zu 100% zu Glücks-Pokémon. Das ist sehr interessant, denn vorhin habe ich mich noch mit dem Tobi getroffen. Grüße gehen raus. Und wir haben ein bisschen getauscht, Perlo noch von damals, weil ich dann noch ein zweites Lucky brauche. Und ich habe noch zu ihm gesagt, wollen wir noch ein paar Babys tauschen? Obwohl, die kann man ja lieber aufheben. Vielleicht kommt ja mal wieder ein Event mit erhöhten Lucky Chancen oder vielleicht machen sie auch mal so ein Event, wo man einfach so hat, dass der erste Tausch des Tages zu 100% ein Lucky Pokémon wird und das dann halt eben über den Event-Zeitraum hinaus, also solange wie das Event geht. Das wäre richtig cool, da könnte man nämlich genau da die coolsten, seltensten, besonderen Sachen tauschen, sowas wie Krippuk oder eben wie die Babys, die dann selten sind, Klingplim, Mantirps, irgendwas. Jetzt kommt die Meldung rein und es steht einfach da, Glücksfreund, dass diese Variable im Code gefunden wurde. Und ja, das ist ja sogar noch besser, denn das ist dann sogar ohne Event. Wie man also aber einen Glücksfreund bekommt, mit dem getauschte Pokémon 100% glücklich werden, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir natürlich im Auge behalten, aber da haben wir ein Auge drauf. Deswegen immer cool bei Pokémon, da tut sich immer was, immer wieder neue Sachen wieder reinkommen und ja. Gerade hatte ich noch davon geredet eben und schon wird sowas ähnliches angekündigt. Richtig gute Sache. Dann haben wir was und zwar wollen wir noch mal kurz auf das Pflanzen-Event schauen, denn das geht heute Abend los. Ich habe bisher noch kein Video darüber gemacht und noch nichts gesagt. War auch gut so, denn diesmal, ich sehe das vor 4 Tagen angekündigt. Normalerweise kommen die Ankündigungen ins Spiel, da ist das Event schon länger aktiv. Diesmal nicht so, diesmal war es schon davor da, ein paar Tage. Gucken noch mal rein, heute Abend um 21 Uhr geht es also los. 19. März, 21 Uhr. Wilde Pflanzen-Pokémon wie Mirapla, Owei, Sonnenkern und Knilz erscheinen mit vermehrter Häufigkeit. Bei Sonnenkern freue ich mich besonders, da fehlt mir nämlich noch das Shiny. Sonflora habe ich ja bekommen vom Kalle damals, ist leider lucky geworden. Also vielleicht, wenn ich 2 Sonnenkern kriegen würde, ein Shiny und eins, was ich zu Shiny Sonflora mache, das wäre perfekt, das wäre ideal. Vielleicht gibt es noch mehr, man munkelt vielleicht Mirapla, weil das immer gezeigt wird in dem Bild, dass das vielleicht als Shiny eingeführt wird, muss aber nicht sein. Ich wäre schon so zufrieden, die Möglichkeit zu haben, natürlich nochmal Sonnenkern und Sonnenflora zu bekommen. Lunastein und Sonnenfell wechseln, die sind ja kontinental, die wechseln also ihr Gebiet. Könnt ihr also auch noch gehen, sammeln, damit ihr die auch tauschen könnt, vielleicht für Luckys und so weiter. Pflanzen-Pokémon können in Raids herausgefordert werden. Da bin ich auch besonders drauf gespannt, denn vielleicht ist ja auch Sonnenkern im einer Raid dann wieder da. Da könnte ich mit den kleinen Krüppel-Accounts, mit denen ich immer auf Shiny-Jagd gehe, natürlich wieder einer Raids machen, Sonnenkern jagen. Das wäre mir dann noch wichtiger als Dialga.
oder was es sonst natürlich noch für Pflanzen-Pokémon gibt. Aber das werden wir wahrscheinlich erst morgen sehen. Da gibt es dann sicherlich wieder eine Übersicht. Und wenn da was Interessantes dabei ist, werden wir auch auf die Jagd gehen. Besondere Forschungsaufgaben zu Pflanzen-Pokémon gibt es auch wieder. Da wurden ja auch schon ein paar Aufgaben geleakt mit entwickeln so und so viel Pflanzen-Pokémon, fangen so und so viel Pflanzen-Pokémon oder irgendwas. Was es da für Encounter gibt, also für Belohnungen, werden wir auch noch sehen. Die zwei neuen Attacken, die aufgenommen wurden, Säurespeier und Grasmixer. Könnt ihr ja selber lesen, für welche Pokémon, ob ihr euch die holt oder nicht. Ist euch natürlich überlassen, wer viel PvP spielt. Für den scheint das natürlich sehr interessant zu sein, da eben noch ein paar, neben den Standardattacken, noch ein paar Überraschungsattacken mit reinzubringen, mit reinzunehmen oder auch einfach so mal ein bisschen frischen Wind ins Spiel zu bringen. Was haben wir sonst noch? Ja. Sonst war es eigentlich. Leider keinen vermehrten Sternstaub, keine vermehrten Erfahrungspunkte, keine verringerte Eidistanz. Aber die habt ihr ja dann am Community Day irgendwann. Und wir sind gespannt, was das Event also bringt. Es sind jetzt nicht so viele Boni oder wie Niantic immer sagt, Bonusse vorhanden. Aber ich freue mich über die Möglichkeit, vielleicht eventuell doch ein neues Shiny einzuführen. Oder eben wenigstens das Sonnenkern zu jagen, denn darauf bin ich noch versessen. Das ist das einzigste von den aufgelisteten, was es jetzt momentan schon als Shiny gibt. Und das fehlt mir, also werde ich versuchen natürlich Sonnenkern zu jagen. Dann wollen wir mal kurz schauen in die Statistik, weil Rayquaza ist ja fort. Wo muss ich denn jetzt hin? Auf dem Pokédex, genau. Gehen mal hier, wir schauen mal kurz auf Rayquaza. Nicht erschrecken, die Statistik sieht richtig schön aus, sage ich mal. 139 gesehen. 72 gefangen. Da muss ich sagen, Rayquaza war jetzt nur 3 Tage oder so da und ich habe eigentlich nicht so viele Rayquaza Raids gemacht. Andere, die sind da wirklich jeden Tag raus und haben jeden Tag da 30, 40 Raids gemacht. Manche Leute an einem Tag vielleicht sogar 45 Raids, wie der Schilling, oder 127 Raids, wie dieser Ace. Aber ich habe es noch ruhig angehen lassen. Ich hatte damals in der ersten Welle ja schon mein 100%iges bekommen. Danke natürlich an Kenny, der mir das damals gefangen hat. Denn ich war gerade gar nicht im Spiel. Er hat einfach gefragt, ob er einen Raid bei mir mitmachen kann. Ist dann einfach rein, hat sich angemeldet, hat das bei mir mitgemacht, hat einen 100er für mich bekommen. Richtig gute Sache. Das halte ich natürlich in Ehren, trage ich immer mit mir rum. Diesmal habe ich dann gedacht, okay, es gibt es zwar nicht als Shiny, ist trotzdem ein cooles Pokémon. Wir haben spontan eine kleine Raid-Tour gemacht, dann in einem Tag nach Arbeit waren da ein paar Leute da, die haben gesagt, komm, wir machen gleich 4, 5 Stück nacheinander. Dank da nochmal an den Fahrlaub, an die Crystal, an die Liane natürlich und ja. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie es vor dem Event aussah, nach dem Event, wenn dann natürlich das ganze Teil als Shiny eingeführt wird. Es stehen da nochmal ganz andere Zahlen, da steht wahrscheinlich dann 72 gesehen und 180 gefangen. Nee, das kann ja gar nicht sein. Auf jeden Fall werden da deutlich mehr dazukommen, denn auf Shiny-Jagd, da sind die Leute natürlich nochmal aktiver. Und da werde ich dann auch wirklich gucken, nochmal wirklich ein richtig gutes zu bekommen. Was ich diesmal Gutes bekommen habe, schauen wir uns jetzt an, denn wir wollen noch eins maxen. Da gehe ich nämlich mal hier hin, gebe Ray Ray ein. Und ihr seht, ich hatte damals mit typisch Andy etliche getauscht. Ich glaube, ich hatte nur noch 3 Stück aufgehoben. Das war mein 100er. Das hier eben. Seht ihr auch vom Datum, 21.02.2018. Und die 298er, hier 17.02.2018 und das 9.03.2018. Die 3 Rayquazas hatte ich noch auf der Hand, das 100er und 2 96er. Obwohl die 96er natürlich nur 14, 14, 15 und 13, 15, 15 hatten, also nicht der Rede wert. Jetzt ganz am Ende habe ich das noch bekommen, 96er mit 13, 15, 15, ist aber auch nicht so krass. Mittendrin, da sind noch 3 Wettergeboostete. Ihr seht also, von 3 Stück habe ich also während des Events hier noch ein paar gemacht, aber sind nicht so krass viele. Und ein 96er haben wir trotzdem bekommen. Am 17.03. in Römhild, Deutschland. Das hat 15, 15, 13 und da es 15 Angriff hat und einfach ein richtig cooles Pokémon ist, möchte ich mir das auch noch hochziehen. Wir machen hier mal kurz ein Power-Up.
55 WP dazu. Richtig gute Sache. Das werden wir jetzt fix hochziehen und dann melden wir uns natürlich gleich nochmal zurück. So, und da sind wir wieder zurück. Zwei Pushs fehlen also noch. Die zwei letzten mit für 10.000 Sternstaub, 15 Bonbons. Die werden wir jetzt noch machen. Ja. Was für eine Verzögerung. Da drückt man schon und dann hängt sich's einfach halb auf. 3.791 und mit dem letzten erreicht es 3.818. Wenigstens die 3.800er Marke geknackt und. Die Arenen, Attacken können wir noch fix ändern. Da haben wir nämlich schon wieder ein paar TMs hier reingebunkert, gehamstert. Antikraft weg und Drachenrude, Wutanfall. Drei Balgen mit jeweils 110. Richtig krass natürlich. Stimmt das überhaupt? Ja. Da seht ihr nochmal den Unterschied zwischen einem 100%igen 3835 und einem 96er mit 3818. Ist also nicht so krass der Unterschied. Wo war das eigentlich her? Kloster Feskra, genau. Also, ein weiteres Re-Re in der Sammlung zum Kämpfen, falls noch ein paar Drachen kommen und. Ich würde mal sagen, wenn wir noch ein paar getauscht haben und auch einen Lucky Ray Ray in der Sammlung haben und das gute IV hat, können wir das auch noch hochziehen. Dann haben wir genau oben eine Reihe mit drei Stück oder eben ein Shiny irgendwann, wenn noch ein gutes Shiny mal dabei ist. Was haben wir hier noch in der Nähe? Ja, das ist eh uninteressant. Ich warte natürlich drauf, dass vielleicht an einer der neuen Arenen noch ein Raid aufgeht. Dann hätte ich den vielleicht noch mitgenommen. Ansonsten können wir jetzt hier nichts machen, denn an die Arena kommen wir gerade auch nicht ran. Schade, sonst hätte ich nochmal gedreht für euch zum Abschluss. Das war's aber von meiner Seite aus. Da kommt den Stop. Gönn dir den Stop. Nein, er kommt auch nicht ran. Nee, er läuft einfach weg. Ja, dann lauf halt weg. Gut, dann halt so. Das war's von meiner Seite aus. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele Rayquaza-Raids habt ihr so gemacht in den 3 Tagen und habt ihr ein gutes bekommen jetzt oder habt ihr damals schon ein gutes bekommen? Habt ihr eins hochgezogen und seid ihr immer noch seid ihr immer noch geil auf das Shiny? Wollt ihr das immer noch haben und hofft ihr, dass es trotzdem bald kommt? Ich denke mal, das nächste Shiny, was released wird aus den 5er-Raids, wird dann das Latias sein. Denn das bekommt ja auch noch sein extra Wochenende und ja. Wir sind gespannt. Es bleibt natürlich weiter spannend, weil Niantic sich ja immer wieder was Neues einfallen lässt. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Ich dachte, er läuft trotzdem nochmal hin. Los, 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 jetzt. Und er läuft wieder weg. Ja. Egal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.